So, heute gucken wir uns mal eine Parkuhr an. Und zwar habe ich hier diese Parkuhr geschossen auf eBay. Die ist normalerweise in so einem Gehäuse hier drin. Ihr kennt die alle, diese Groschengräber, zumindest die älter sind. Wenn man das hier aufmacht, kann man die Innerei hier rausnehmen. Und ich habe die relativ günstig bekommen, weil die Uhr hatte ein kleines Problem. Und zwar ist die mal umgekippt und genau nach vorne gefallen und hier auf diesen Drehknopf. Und damit war dieses komplette Teil hier vorne, wo der Münzprüfer drin ist, so verbogen, dass die Uhr irgendwie auf 7:30 stand hier und nicht mehr vor und nicht mehr zurückging. Ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Ich habe die Uhr erstmal aufgemacht und mir angeguckt, was da eigentlich so dran ist an dem Teil. Ich kenne sie nämlich schon von der letzten Uhr, die ich gemacht habe. Der Unterschied, warum mir diese Uhr gut gefällt, sie hat ein 2-Stunden-Laufwerk, also 120 Minuten. Und für das, was ich damit vorhabe, ist es besser geeignet als ein 1-Stunden-Laufwerk. So, die Uhr besteht aus zwei Teilen. Und zwar hier einmal der Münzprüfer und einmal die klassische Uhr. Also die erspare ich mir jetzt, euch zu zeigen. Da hinten ist die klassische Uhr drin. Hoppala. Jetzt muss ich was aufheben hier. So. Und hier ist auch die ganze Mechanik drin mit den Anzeigen, Parkzeit abgelaufen etc. So. Kaputt war dieses Teil. Und zwar ist hier Folgendes passiert: Dadurch, dass die hier drauf gefallen ist, war dieses ganze Teil hier innen alles nach innen reingedrückt. Und das ist gar nicht so einfach, das einfach wieder zurückzudrücken, weil das ist irgendwie Zinkdruckguss oder sowas. Also viel mit hin und her drücken ist da nicht. Ich habe trotzdem mir eine Vorrichtung gebaut, wo ich dies hier hinten an den vier Ecken festhalten konnte und dann nach Entfernen der Münzprüfeinheit das ganze Ding in der Mitte mit einem Dorn wieder im Schraubstock zurückdrücken konnte und somit wieder auf eine einigermaßen Form gekommen bin, sodass zumindest hier die ganzen Bewegungen wieder sauber funktionieren. Jetzt zeige ich euch mal, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. Und zwar hier vorne kommen die Münzen rein. Dann fällt die Münze hier in diesen Transportschlitten. Und wenn man hier dreht, läuft die Münze hier entlang. Und zwar so lange. Und es passiert erstmal nichts, weil die Münze einfach nur drin liegt. Wenn jetzt aber hier hinten, ihr seht hier so einen Aufbau, hier wird das Ganze etwas dicker. Und wenn die Münze jetzt hier vorbeirennt und um vorbeizukommen, wird die Münze jetzt nach oben gedrückt. Das heißt, die drückt diese ganzen Federchen hier nach oben. Und diese Federchen sind es, die dann die Parkuhr auf der anderen Seite, ich zeige euch das mal hier. Hier ist dieses Zahnrad dran, das Ganze sitzt hier so drauf. Und wenn man dieses Zahnrad hier dreht, dann wird die Uhr mit der Parkanzeige, wie lange jetzt noch parken ist, entsprechend aufgezogen. Um jetzt diese Widerstände hier, die Münze wegdrückt, auf die richtige Größe zu bringen, musste ich hier, man sieht es hier unten liegt ein Kunststoff drunter, unter diesem Messingteil. Das ist deswegen, weil ein Eurostück kleiner ist als ein D-Mark-Stück um 0,75 mm. Das heißt, ich musste hier ein 0,75 mm starkes Kunststoffteil einbauen, damit, wenn die Münze hier vorbeikommt, der Ausdrücker hier genau richtig hochgehoben wird, damit das Thema durchrutscht. Das darf auch nicht zu viel sein, weil wenn es zu viel wird, dann sorgt der zweite Ausdrücker dafür, dass das Zahnrad wieder nicht mitgenommen wird, weil dann ist die Münze einfach zu groß. Ein weiteres Problem war, dass der Münzschlitz hier,
Der ist für eine D-Mark gedacht. Ein bisschen, also weil deutlich zu schmal ist, weil die Euro-Münzen sehr, sehr fett sind. Gleiches gilt hier hinten für diesen Münzaufnehmer. Hier hinten, ich musste den auffeilen und zwar mit so einer ganz kleinen Flachfeile. Hier habe ich den komplett innen aufgefeilt und nachdem es mit dem Feil ein bisschen schwierig war, habe ich mir hier aus Schleifpapier solche Streifen gemacht, die man hier drüber ziehen konnte. Dann war das ein bisschen einfacher jetzt, hier innen drin diese Schlitze hier entsprechend auszufeilen. Wenn er dann einigermaßen auf Größe war, habe ich mir hier nochmal ein 400er Nassschleifpapier geholt, damit ich die Schlitze hinterher wieder polieren konnte. Weil in dem Moment, wo in diesen Schlitzen noch irgendwelche Grate drin sind, bleiben die Münzen hängen. Ja, und jetzt gucken wir mal, weiß nicht, wie weit man das jetzt auf dem Video sehen kann. Jetzt schrauben wir einfach mal die zwei Teile hier zusammen. Und zwar dieses Teil hier. Und ihr seht jetzt auch schon, hier ist nochmal so eine Achse mit einem Hebel dran. Die sorgt dafür, dass die Parkzeit angezeigt wird. Und wenn das Ding zurückschnallt, zeige ich euch gleich. So, das kommt jetzt hier mal zusammen. So, jetzt brauchen wir mal einen Euro. Und jetzt seht ihr nochmal das Prinzip. Man schmeißt den Euro also hier vorne ein. Und dann fällt der Euro hier innen drin. Na, das kann man, sieht man sehr schlecht. Hier innen drin ist jetzt dieser Münzprüfer. In dem liegt jetzt der Euro und wird nach hinten wegtransportiert. Läuft dann an dieser Laufbahn, die ich euch vorher gezeigt habe, vorbei, ihr seht ihn jetzt kommen, wird dann hier unten von dem Ding hochgesteckt, das heißt man sieht hier vorne jetzt, wenn er genau hinguckt auf diese drei Bleche, man sieht es gleich wie eins dieser Bleche, Achtung, zack, jetzt ist dieses Blech nach vorne gehüpft und nimmt jetzt das Zahnrad mit, das seht ihr hier, und wenn man jetzt wieder, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Euro unten wieder rauskriegen, weil der ist jetzt, der klemmt jetzt unten ein bisschen hier drin. Das hat den Grund, normalerweise, na komm raus, normalerweise ist hier so ein Leitblech mit drin, aber wenn ich das reinmache, kann ich euch nicht mehr zeigen, wie es funktioniert. Jetzt muss ich den Euro mal hier unten schauen. Jetzt hat er das ganze Ding mitgenommen und wenn es wieder zurückgeht, vorher stand er auf 30 Minuten, jetzt steht er auf 90 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt für einen Euro 60 Minuten dazu bekommen. So, das ist das ganze Hexenwerk von dem Ding und am Schluss, wenn der Zeiger auf 0 ist, hüpft der rote Zeit abgelaufen wieder raus. Der kommt dann hier oben, ich glaube man sieht ihn hier, jetzt, da wo jetzt der gelbe ist, kommt dann entsprechend der rote raus, der noch hier innen drin ist und zeigt an, dass die Parkzeit wieder abgelaufen ist. Ja, das ist der ganze Trick an so einer Parkuhr. Mehr ist es nicht. Ich habe sie wieder hinbekommen, habe sie dann auch gleich auf Euro umgestellt. Und jetzt wird es Zeit, dass ich die wieder einarbeite in meine Parkladeuhr. Die verlinke ich euch mal einfach hier irgendwo oben,
was ich aus diesen Parkuhren mache, ich mache da kleine Ladestationen für meine Twizzies draus. Ciao.